Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu der Roomtour von unserem Babyzimmer. Ich stehe hier am Fenster und ihr seht schon im Hintergrund unser schönes Babyzimmer. Ich wollte euch das heute einfach mal zeigen und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ja, hier kommen wir rein. Hier steht ein Karton, damit der Hund hier nicht reingeht. Also nicht wundern. Das hier ist aber der Eingang. Hier steht noch unser Nomi. Genau, und hier kommt man eben so ins Zimmer rein. Da hat man erstmal diesen Blick. Ja, ich würde sagen, ich kletter mal hier über den Karton und wir gehen mal rein. Tada! Zu unserer rechten Seite habe ich hier erstmal sehr, sehr viel Chaos, wie ihr seht. Also hier sind so alle Sachen, die wir noch nicht brauchen. Hier sind zum Beispiel zwei IKEA-Kisten mit Kleidung. Ab 68, beziehungsweise 68 ist da auch schon mit drinne. Und dann haben wir zum Beispiel den Himmel, der eigentlich so übers Babybett soll. Dann auch noch etwas größere Kleidung, die noch in die Kisten muss. Unsere große Krabbeldecke habe ich hier. Und auch noch ein Karton mit ja, restlichen Sachen, die wir einfach derzeit irgendwo verstauen müssen. Das habe ich eben hier so eingebaut. Sieht es nicht so schön aus, aber leider keinen anderen Platz dafür. Hier oben habe ich, ja, etwas Deko stehen, was nichts mit Baby zu tun hat. Und hier steht auch noch der Akkuschrauber. Ja, hier habe ich noch unsere Milchpumpe. Die habe ich hier stehen, damit ich sie nicht vergesse. Die muss ich nämlich noch sterilisieren. Und dann geht es eigentlich so weiter hier mit unserer Kliniktasche. Die steht hier schon bereit. Einmal die Kliniktasche, einmal die Kreißsaaltasche. Hier oben ist auch noch ein Zettel, was wir noch mitnehmen müssen, wenn es dann soweit ist. Und die steht eben hier so. Hier hinter habe ich auch nur so Ablage. Da ist einmal der Karton vom Nomi und noch was für mein Auto. Aber eher so, ja, Sachen, die gern verschwinden können. Und dann kommen wir eigentlich so direkt so in die schönste Ecke, würde ich sagen. Und zwar diese hier. Das ist so unsere, ja, Baby-Wickelecke, sage ich mal. Ich habe hier einmal auf dieser Ablage so kleine Körbchen, die im gleichen Design sind wie die Wickelauflage. Einmal hier so Körbchen. Einmal habe ich hier so ja, ein paar Pflegeprodukte drin. So Wattestäbchen, Sachen von Beleda und eben hier unsere Pflegeprodukte. Habe ich hier alles einmal mal so reingestellt. Hier habe ich einmal Waschlappen drin, die man hier einfach so rausnehmen kann. Hier haben wir unseren Hasen mit dem Namen im Ohr. Da hinten stehen noch zwei Puderdosen und hier steht noch eine Lampe. Die dachte ich eventuell, wenn ich mal nachts wickel, dass ich dann nicht das große Licht immer anmachen muss. Und hier haben wir noch so ein eigentliches Türschild, aber sie hat ja keine Tür und dementsprechend hängt das Türschild eben hier. Sieht irgendwie total schön aus an der weißen Wand, fand ich. Genau, dann haben wir hier den Wickeltisch. Hier habe ich euch ja schon mal ein Video zu abgedreht. Einmal haben wir hier die Schale für das warme Wasser, Pflegeöl für den Popo, Wattepads, Windeln, auch in so kleinen Organisern. Und hier haben wir auch noch ein Foto mit dem Namen drauf. Finde ich auch richtig schön. Und hier hinten sitzt noch so ein kleiner Elefant. Genau, dann haben wir hier die Wickelauflage mit einem richtig schönen Mobile eben oben drüber. Das finde ich einfach so süß hier mit diesem kleinen Schäfchen. Mega, mega süß. Und ich finde, das passt so gut zusammen alles. Genau, und dann haben wir hier eben die Wickelkommode. Wie gesagt, dazu habe ich euch schon ein Video gedreht. Hier habe ich jetzt noch Zettelkram und auch hier noch Pflegeprodukte und Waschlappen, Haarbürste und die Pflegetücher. Das habe ich hier so. Hier haben wir so eine Namenskette mit ihrem Namen. Auch mega, mega schön finde ich das. Und dann habe ich hier hinten in der Ecke so ein kleines Regal gebaut. Einfach nur, weil ich diese Kisten übrig hatte. Das sind diese IKEA-Kisten. Die brauche ich immer, wenn ich mit meinem Gewerbe gewerblich unterwegs bin, auf Messen und so. Und ja, jetzt stehen sie hier aufgereiht. So als kleines Regal dachte ich mir, da habe ich jetzt hier oben einmal unseren großen Elefant von IKEA. Ich glaube, den kennen auch ganz, ganz viele. Dann habe ich hier unsere Wickeltasche noch drinne. Die wird natürlich verschwinden, wenn wir sie gebrauchen oder wenn wir sie brauchen. Und dann habe ich hier so kleine Schüchen und einen Kleinelefant. Und hier unten ein Buch und auch nochmal so kleine Söckchen eingepackt. Und dann steht hier noch unser Heizstrahler. Der hat so einen Ständer, das heißt, wir haben ihn nicht an die Wand gemacht.
Aber der ist auch echt mega, mega praktisch mit diesem Ständer. Und der steht eben hier so. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber ist ja natürlich wichtig für die kleine Maus. Dann haben wir hier unseren Windeleimer. Das ist der Diaper Champ. Kann man die Windeln so reintun und dann. Genau, ist der geruchslos auf jeden Fall. Dann haben wir hier so ein paar Fotos und noch so ein kleines Mobile. So eine Regenwolke und eine Wimpelkette. Hier unten steht unser Gipsabdruck von der Babyparty 2019. Das habe ich ja so als, ja, als so eine Art Gästebuch gemacht. Das heißt, jeder hat drauf unterschrieben oder was gemalt. Und da sind einfach so schöne Sachen draus geworden. Und ja, war auf jeden Fall mega, mega schön. Da war ich ungefähr in der 30. Woche. Und ja, man sieht einen kleinen Unterschied. Hier unten steht noch unsere Erinnerungsbox. Die haben wir auch bei der Babyparty geschenkt bekommen. Die steht hier. Da steht eben dann der Babybauch drauf. Und dann geht es weiter hierhin. Hier steht unser schöner Stubenwagen. Der ist von Alfie. Den habe ich euch ja auch schon mal in dem Erstausstattungsvideo gezeigt. Hier habe ich dann noch so eine Decke drinne. Das ist so die Babydecke von der kleinen Maus. Da steht auch irgendwo ihr Name. Genau, hier steht ihr Name. Und dann habe ich hier unseren Teddy drin, den wir auch von den Schwiegereltern bekommen haben, von den Oma und Opa. Dann noch so ein Kuscheltuch, hier auch passend zu unserer Wickelauflage. Den Schlafsack, ein Kissen und eben unser Nestchen. Das habe ich hier einfach so mal reingelegt. Genau, hier oben ist noch so ein kleines Herzchen mit ihrem Namen drauf. Und genau, das ist so unser Baby-Ecke, die mir irgendwie am meisten gefällt. Ich liebe einfach dieses Bild. Ja, dann geht es hier weiter. Hier steht oder ja, liegt, was auch immer, unser Luftballon von der Babyparty, ein kleines Regal und noch Fotos und ihr großes L, was einfach noch keinen Platz gefunden hat. Und allgemein, diese Ecke hier gehört für mich gar nicht mehr zum Babyzimmer dazu, deswegen zeige ich euch das gar nicht. Hier geht es weiter erstmal mit unserem Kinderwagen. Der steht hier nämlich noch. Und hier ist noch die Decke von der kleinen Maus. Und dann habe ich hier unsere YouTube-Equipment-Sachen stehen, weil ich hier derzeit ja immer die Videos drehe. Hier steht also unsere Softbox und das Stativ. Dann haben wir hinten da so ein Expedit. Da habe ich alle Sachen drin, die ich für mein Gewerbe brauche. Beziehungsweise war das Zimmer ja vorher einfach mein Arbeitszimmer und die Sachen habe ich jetzt alle da drin. Dann liegt hier noch eine Bettschlange von der kleinen Maus und hier liegt noch so eine IKEA-Decke. Die, ja, weiß ich auch nicht derzeit wohin, aber die kann auch nicht weg, weil die hat den gleichen Ton wie unsere Schlafzimmerwand. Und dementsprechend muss sie später unbedingt mit ins Schlafzimmer. Ja, und dann habe ich mir hier so eine kleine Ecke gebaut, weil ich diesen Stuhl noch übrig hatte. Und ja, da habe ich mir jetzt hier einmal so eine IKEA-Decke hingelegt und einer ihrer Bettschlangen mit dem Namen drauf. Hier ist noch so ein Elefantenkissen. Und dann steht hier der Gipsabdruck. Den haben wir gestern erst gemacht. Deswegen muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Genau. Der hat auch hier leider ein paar Dellen bekommen. Total schade. Genau, aber den haben wir gestern erst gemacht. Das heißt, ruhig liegen lassen. Und genau, habe ich hier einfach so eine kleine Sitzecke für die Maus. Die Sachen hier verschwinden natürlich noch alle, ne? Also der Kinderwagen und die YouTube-Sachen kommen natürlich alle noch weg. Und dann habe ich hier auch noch einen Luftballon an die Wand gemacht. Finde ich total niedlich, wenn er da so hängt. Und das Letzte ist eigentlich nur noch unsere Babyschale, die natürlich auch hier weg verschwindet, wenn wir sie gebrauchen können. Und hier sind auch noch so, ja, unsere Windeltaschen fürs Auto drinne. Das nehmen wir halt alles so mit, wenn es losgeht. Dann nehmen wir das einfach so mit, kommt ins Auto und dann, ja, ist das hier auch weg. Aber steht jetzt halt erstmal hier. Und dann war es das auch. Das war so unser Babyzimmer. Also wie gesagt, die Sachen kommen noch weg. Aber ich finde, diese Ecke hier an sich reicht ja auch so. Weil es ist ein Baby. Wir werden sowieso nur diesen Bereich hier benutzen, weil sie bei uns im Beistellbett steht. Er schläft. Und dementsprechend, ja, braucht man ja eigentlich nur diesen Bereich hier.
Und sie hat eben dann hier so ihre kleine kuschelige Ecke. Und dann würde es ja auch noch ein Kinderzimmer geben. Oder ihr richtiges Kinderzimmer würde es dann geben, wenn die kleine Maus dann, oder wenn wir in unsere Wohnung gezogen sind. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist eben nur ein provisorisches Babyzimmer, weil ich eben ganz, ganz schnell irgendein Zimmer hier aufgabeln musste für die kleine Maus. Und ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Ich finde es so total schön, wie es ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Babyzimmer, was ich einrichten kann. Es war so schön, dieses Zimmer einzurichten. Und genau, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!